Willkommen zurück hier bei Ingames, wo sich Spiele wie zu Hause fühlen. Wir spielen immer noch The Last of Us und ja, wir haben uns den Bogen letzten Part geholt. Das Baby mal aus. Und wir spannen den jetzt mal und ich will den eigentlich mit dem Kopf treffen. Er darf nur nicht so viel wackeln. Das war zumindest ein sofortiger Treffer. Ich frage mich natürlich, ob ich den... Hör mal zu. Will ist nicht gerade eine sehr ausgeglichene Person, wenn wir bei ihm sind. Überlass mir das Reden. Hast du gehört? Ja, alles klar. Ich wollte runter. Du musst dich daran halten. Er ist nicht gerade nett zu Fremden. Okay. Will ist okay. Er braucht nur etwas Zeit, mit dir warm zu werden, okay? Was für mich wichtig ist, ich kann mir auf jeden Fall die... Okay, Gesundheit ist voll. Ich kann mir die Pfeile auf jeden Fall zurückholen, wenn ich sie verschossen habe. Das ist für mich sehr wichtig, da ich so wiederverwertbare Munition habe. Ich will hier nicht rüberspringen. Also jetzt noch nicht. Vielleicht mache ich es gleich. Oder gar nicht. Das sieht mir zu hoch aus. Breche ich mir alle Knochen. Hier ist auch nichts. Und ich finde schön, wie er sie auf Bill vorwarnt. Oh, da ist schon wieder so ein Draht. Muss ich aufpassen. Dann einmal ducken. Da ist ein Truck. Ist hier ein Safe? Nee. Das ist zwar ein Truck, aber kein Safe. Die Tür kriege ich nicht auf. Hörst du das? Ja. Oh Mist, so ein Scheiß. Toll, da komme ich nicht durch oder wie? Und da hinten liegt aber was, das sehe ich auf jeden Fall. Kann ich die irgendwie entfernen? Nee, leider nicht. Da muss ich erstmal hier lang gehen. Mal ganz ruhig, was liegt denn da? Mal sehen, was wir finden. Du findest meine Leiche, wenn mich der Schlag getroffen hat. Keine Sorge. Das wird schon. Hier sehe ich jetzt nichts. Da wird bestimmt einer von denen sein, die einem auflauern. Hier ist nichts. Hier oben vielleicht. Irgendwo, vielleicht. Ich habe eine Nahkampfwaffe auf jeden Fall. Das dürfte von Vorteil sein. Hier ist nichts, nichts. Da hinten blinkt was. Schon mal gut. Schönes Gemälde. Was ist hier? Nichts. Hier ist niemand, kann ich mir nicht vorstellen. Voll, voll, wie alles voll schon wieder? Kann ich irgendwas herstellen? Ich habe alles. Ich habe auch bester Gesundheit, also mit Medikits braucht man mit mir nicht mehr kommen. Erstmal habe ich genug, um alles herzustellen. Hier ist auch nichts mehr. Dann muss es hier sein. Wow! Mann! Ich hab mich zu Tode erschreckt! Du! Tja, sehen wir uns ruhig mal um. Ah, nicht nur du hast dich zu Tode erschreckt. Okay, zum Herstellen von der Verbesserung brauche ich ein Band und ist hier noch so ein Viech? Das hört sich gerade so an. Ich brauche auf jeden Fall. Oh, was ist das für ein Schriftstück? Nachricht an Rachel ansehen. Ja, machen wir auf jeden Fall. Rachel, Soldaten gehen vor Tür, von Tür zu Tür und zwingen die Leute in Busse einzusteigen. Ein paar Häuser weiter sind Schreie zu hören. Die Zeit wird knapp. Ich habe angerufen und gewartet, aber ich kann nicht mehr warten. Ich habe unsere Sache in ein paar Koffer. Ich habe unsere Sachen in ein paar Koffer gepackt. Ich warte in der Quarantänezone auf dich. Such nach mir. Bis bald, Ezra. Ob sie sich je gefunden haben? Woher soll ich das wissen? Ich find's jedenfalls schön.
Mit dem Alkohol kann ich mal wieder nichts anfangen, weil ich zu viel hab. War der Mutant jetzt gerade kacken oder was? Meine Güte. Kann ich nicht irgendwie so ein Ding hier als Klebeband nehmen? Ich brauche mal wieder ein Messer. Ach Mensch. Den Kühlschrank kann ich auch nicht öffnen. Okay, aber wofür konnten wir jetzt hier reingehen? Hier irgendwas? Nö. Das hilft mir halt nicht. Warte mal, was liegt da denn? Ach, das ist toll. Und ein Koffer ist da auch noch nicht gepackt. Lass uns von hier verschwinden. Okay. Ich wette, hier ist gleich wieder irgendeiner. Hinter der Tür oder so. Hier ist keiner, aber wo soll ich denn jetzt... Summst du hier? Das Mädel wird mir immer uncooler. Also jetzt summt die hier auch noch ein Lied eiskalt. Wo soll ich denn jetzt lang gehen? Hier kann ich nicht lang, hier kann ich nicht lang. Ja, dann habe ich nur noch einen Versuch. Und zwar mit der Flasche. Ich hoffe, das gelingt mir. Ja, warte mal, ich positioniere mich hier richtig. Ah, Mädel, geh da weg. Ja, er hatte es doch gerade im Visier schon. Okay, zurück, zurück. Okay. Oh, krass. Die Dinger sind ja der Hammer. So kann man es auch machen. Zumindest komme ich da jetzt rein. Hier war noch irgendwas. Munition, auf jeden Fall aufnehmen. Dann ist hier noch so ein Draht. Siehst du? Zurück. Der Ziegelstein liegt aber direkt schon da, dass ich ihn benutzen kann. Jetzt nur zurück und dann werfen. Sehr schön. Ich meine, wir ziehen zwar die komplette Aufmerksamkeit auf uns, aber immerhin kommen wir so unbeschadet weiter. Ja, komm. Ansonsten sehe ich jetzt gerade keine. Da hoch kann ich auch nicht. Also muss ich gleich da rein. Hier ist nichts, hier ist nichts. Hier komme ich auch nicht weiter. Dann also hier lang. Bleib in meiner Nähe. Aber das bedeutet nie was Gutes, wenn sie in meiner Nähe bleiben soll. Hier erstmal die Schublade aufmachen. Pistolen, okay. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Hier habe ich 15 Schuss und in dem anderen auch 15 Schuss. Also tun die sich nicht wirklich viel. Hier hinter ist bestimmt ein Monster. Die kommen schon, wir. Ich hab dich. Verdammt, Bill. Was ist passiert? Das ist noch eine von Bills Scheißfallen. Komm. Ich hab kein Messer. Da, der Kühlschrank. Das ist das Gegengewicht. Okay. Ich würde gerne eine Waffe ziehen. Da kommt bestimmt irgendwas in solchen Situationen. So komme ich runter. Bin dabei. Na komm. Sieh dich mal um. Oh nein. Oh nein. Joe. Scheiße, sie kommen. Kümmer dich ums Seil. Da ist noch so einer. Wie weit bist du? Da ist noch so einer. Gehst du wohl weg? Sei ruhig. Nachladen schnell. Jetzt du. Gehst du wohl weg? Du blödes Monster! So, erledigt. Erledigt. Vor allen Dingen, ich hab definitiv keine Munition. Kann ich nicht selber. Au. Au. Alles okay? Ja. Los, du schaffst es. Hier. Ich
kann ihn nicht abschießen. Kann ich nicht selber auf das Seil schießen? Da kommt noch so eins. Oh. Nein. Ich schieß hier die ganze Zeit auf die Ketten. Und du auch. Nein, ich muss nachladen, das ist scheiße. Lass sie doch mal los. So, jetzt helf mir. Da kommt gleich wieder einer. Vergiss es! Oh, bitte lass das Tommy sein. Ja, super. Gar nicht weiter kämpfen. Nein! Ich habe nicht gesehen, dass das so einer ist. Und vor allen Dingen habe ich nicht gesehen, woher der kam. Ja, 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 wir gehen hier lang. Lauf, Ellie! Verdammt! Wo ist der Scheißschlüssel? Leute, hinter uns! Will, na los! Bist du voll? Dieses andere Viech regt mich gerade auf. Gehst du wohl... Ah. Ja, das ist mir auch irgendwie klar. Ja, ich dachte immer, mit einer Waffe kann ich den kriegen, ey. Was ist voll, voll, voll... Wie viele Kugeln will der denn noch aushalten? Ich wollte mich doch schon umdrehen! Das Viech regt mich jetzt gerade sowas von auf. So, jetzt reicht's mir hier mit dir. Wo bist du? Nein! Jetzt killt er das Ding allein, oder wie? Für dich habe ich was Besonderes im Petto. So geht das. Mann, oh Mann, oh Mann. Pack alles ein, warte. Ich will mich wenigstens eben verarzten. Dann kann ich hier nämlich ein neues Dings herstellen, Medikit, und mir die Sachen nehmen. So viel Zeit muss sein. Hier noch irgendwas, was ich mitnehmen kann? Nein, 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 doch hier. Die kommen da gleich durch, definitiv. Halt, hier ist ein neuer Schläger. Gott verdammt, sie kommen her! Egal, wo war... Geh hier, wo auch immer die sind, da rein. Mann, das war knapp. Danke für die Rettung und so. Ach, Ellie,
Hey, was soll das? Joel! Bill. Was soll denn das? Bill! Dreh dich um und geh auf die Knie. Beruhig dich erst mal. Dreh dich um und geh auf die Knie. Jetzt mach schon. Jetzt mach mal lang. Scheiße! Wurdest du gebissen? Nein. Irgendein Ausschlag. Nein, verdammt, ich bin sauber. Wenn du auch nur zuckst. Verdammt noch mal. War's das? Ob's das war? Ihr kommt in mein Haus. Löst alle Fallen aus. Ihr brecht mir beinahe den verdammten Arm. Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Es geht dich einen Scheißdreck an. Wir sind hier, weil du Joel was schuldest. Oh. Also mach sofort diese Dinge ab. Ich schulde Joel was. Soll das ein Scherz sein? Okay, machen wir es kurz. Ich brauche ein Auto. Oh, es ist ein Scherz. Joel braucht ein Auto. Tja, wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben? Hä? Ja klar, Joel, kein Thema, nimm es doch. Nimm auch mein Essen, wenn du schon dabei bist. Na, so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon. Pass mal auf, du kleines Nein, Biest. Pass du auf, du hast mir Handschellen. Du jetzt mal den Mund. Okay. Was immer ich dir angeblich schulde, so viel kann's nicht sein. Ehrlich gesagt, Bill, doch kann es. Na, ist doch egal, weil ich keins habe, das Pferd. Aber es gibt eins in der Stadt. Teile. Es gibt Teile in der Stadt. Das heißt, du könntest eins zusammenbauen. Okay. Wenn ich das mache, brauche ich Werkzeug dafür. Okay. Es ist auf der anderen Seite der Stadt. Du hilfst mir, es zu holen. Und vielleicht kann ich was zusammenschrauben, das Pferd. Aber danach schulde ich dir nichts mehr. Ist mir recht. In ein paar Tagen sind wir so oder so tot. Gut. Kommt mit. Die ganze verdammte Stadt ist vermint. Bleibt schön dicht hinter mir. Echt verlockend. Schluss jetzt. Okay. Was auch immer ihr braucht oder wollt, nehmt es euch einfach. Okay, danke. Ellie, sieh dich mal um. Vielleicht tun wir was gebrauchen. Na, klar doch. Was haben wir hier? Schrotkohle nehme ich mit. Was haben wir hier? Ein Papier. Selbsthilfe. Trinkst du, findest du Schlag auf irgendwelche Objekte? Was? Umdrehen? Lautloser Waffenkampf und taktisches Vorgehen. Messerhandbuch Band 1. Verbessere Haltbarkeit von Klingen. Schärfen. Eine geschärfte Klinge reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden oder Punktieren und erhöht somit die Lebensdauer der Klinge. Okay, kann ich damit jetzt irgendwas machen oder... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob der Effekt jetzt automatisch eintritt oder ob ich was machen muss. Das ist so ein bisschen das Problem an dem Ganzen. Was haben wir hier? Ein Stadtplan. Bills Karte nehme ich mit. Dann liegt hier nochmal was. Nehme ich auch mit. Hier sind wir, glaube ich, reingekommen. Genau, hier hat sie das Rohr oder so abgemacht. Also nichts Besonderes. Ah, Bills bescheidene Hütte. So, Klebeband. Klebeband brauche ich auf jeden Fall. Was ist das? Notiz. Ich muss die Infizierten an den Zäunen wegschaffen. Diesen Monat habe ich schon dreimal zu viele am Zaun aufgetürmt und das Ding umgeworfen. Zäune freiräumen. Okay, weiß ich Bescheid. Kann ich jetzt mal was basteln? Was Sinnvolles? Richtig Sinnvolles? Komm, ein Messer bastle ich mir. Dann kann ich mir die Schere wenigstens an mich nehmen. Das nochmal an mich, das nochmal an mich. Dann danke, nehmen wir alles an uns. Hast du was gefunden, Ellie? Was war hier nochmal? Schere mitnehmen. Ein Schachspiel nehmen wir auch mit. Hey, weißt du, wie man das spielt? Ja, ich kann es aber nicht gut. Ich wollte es immer lernen. Hey, Großmeister! Lass ja die Finger von dem Brett! Groß was? Vergiss es einfach. Ist das Schach? Sieht aus wie Schach, ja dann. Moment, können wir das Schachspiel analysieren? Ich kann die Figuren leider nicht gut genug erkennen, schade. Sonst hätte ich es mal machen können. Hier ist auch nichts, hier ist nichts mehr. Hast du jetzt alles fertig? Ja, dann mal los.
Okay, Ellie, los, komm. Lass die Tür nicht offen. Ich mach schon. Wir müssen zu dem Gebäude rüber. Die Treppe hoch. Beeilung. Da kommt man nicht mehr rein, aber hier... Unglaublich, dass du den Scheiß mitmachst, Bill. Du hättest es einfach sein lassen sollen. Du bist ein guter Junge, Bill. Ist nicht übertrieben. Ja, er ist einmalig. Was haben wir hier? Zieh mich hier oben Schere. Mal kurz um. Für mich ist da oben nichts. Na, mach, nimm dir, was du brauchst. Eine Gruppe Danke. Hunter in der Stadt gefährlich nahe gekommen. Zum Glück hat ein Rudel Infizierter sie davongejagt. Erinnerung, mehr Warnschilder aufstellen, sie sollen wissen, dass ich sie dass ich es ernst meine, okay. Sind das Bildsnachrichten? Oh, Klebeband? Nein, leider nur Pillen. Schade aber auch. Ist hier irgendwas drin für mich von Wert? Es ist ein Job. Eine einfache Lieferung. Die kleine Göre. Du mich auf. Naja, ich hoffe, du weißt, was du tust. Der Typ und ich werden keine Freunde. Also, wo geht's hin, Bill? In mein Zweitversteck. Eher ein Waffenlager. Was? Ich dachte, wir machen ein Auto klar. Wir? Du kennst dich mit Autos? Bill, komm! Wie ich schon sagte, wir müssen zur anderen Seite der Stadt. Dahin gehe ich sonst nicht. Da sind alle infiziert. Also brauchen wir mehr Waffen. Waffen, das bedeutet, da wird eine Werkbank sein, wo ich meine Waffen verbessern kann. Also nehme ich hier alles mit, was ich kriegen kann. Was ist hier Schönes? Tücher, Lappen, nö, nichts davon. Schade. Naja, man kann ja nicht in jedem Raum was finden. Was haben wir hier? Erste Hilfe, nehme ich an mich. Ein Baseballschläger. Nee, ich bleib bei meinem Rohr. Das ist mir irgendwie, der ist mir sympathischer. Der hält mir aus. Auf jeden Fall sind wir jetzt nicht wieder alleine. Das ist auch schon mal schön. Was ist hier in der Ecke? Verdammt. Da hinten. Da drin ist was. Oh, darum wollte ich mich noch kümmern. Entspannt euch alle, okay? Sag mal, du hast noch nicht erzählt, was mit Tessa ist. Ich dachte immer, ihr zwei seid unzertrennlich. Sie ist beschäftigt. Ja klar, beschäftigt. Sie hört sich an. Als gäbe es Ärger im Paradies. Ja, lecker. Okay, dann mal los. Moment, hier hinter könnte sich noch was verstecken. Ellie, lass mich vorbei. Hier ist nichts, schade. Oh Mann. Grandios, wirklich. Also was Fallen betrifft, ist er echt der Meister. Und warum repariert ihr nicht eins von diesen Autos? Oh mein Gott, du bist ein Genie. Ich meine, warum bloß? Warum habe ich nie eins von diesen Autos repariert? Okay, sei nicht so ein Arsch. Ihre Reifen sind hin, die Batterien sind leer. Was das jetzt? Und ich will gar nicht wissen, wie es in den Motorblöcken aussieht. Neue Autobatterien gibt es nur noch beim Militär. Verdammt nochmal! Infizierte! Mist! Macht euch bereit! Bist du wohl ruhig? Bräuchte jemand Hilfe? Bist du wohl ruhig? Nein! Ah, ich wusste nicht. Ja, sorry, ich wusste nicht. Dann wird das hier mal wieder Zeit. So, da kommt einer, da kommt einer. So, der brennt. Der brennt auch. So, und die brennen auch. Lasst uns einfach in Ruhe. Also die Molotows sind gar nicht mal so schlecht. Ich muss die Barrikaden prüfen. Wenn man die Dinge schleifen lässt, wird man es bereuen. Du weißt, was das heißt. Das ganze Zeug aus dem Lager holen und zum Osten. Das sind Selbstgespräche. Mal wieder. Und
dann muss man... Bill? Joel, hier lang. Und weiter geht's. Ja, Moment, wenn ich hier schon mal alles freigeräumt habe... Warte mal, kann ich hier rein? Nein, dann will ich mich auch hier umgucken. Aber nein, hier ist nichts. Hier sind nur Ziegelsteine. Mal ganz ehrlich, hätte ich damit die irgendwie aufhalten können? Ich bin mir jetzt da nicht ganz so hundertprozentig sicher, aber... Du hast ich glaub's eher Versteck weniger. Ausgesucht, was? Weißt du, so schlimm die Dinger sind, man weiß, was sie wollen. Die normalen Leute machen mir Angst. Gerade du solltest das verstehen. Was soll das heißen? Gar nichts. Alkohol, Bänder, alles mitnehmen. Nein, ich will die Molotows natürlich nicht anzünden. Aber ich hätte gerne noch mal ein paar in Reserve für später. Dann gehen wir mal hier hoch. Wirklich auf? Tja, es ist zu, sie haben keinen Schlüssel. Also, sie sind doch gerade über die Busse gefahren. Hier sind noch mal ein paar Schrauben. In dem Keller da vorne? Hier runter. Tja, da sind wir. Du fasst hier drin nichts an. Und du machst die Tür zu. Na dann mal los. Ah, ah. Was? Ich brauche eine Waffe. Brauchst du nicht. Joel, ich komme schon damit zurecht. Nein. Du bleibst hier. Pff, toll. Dann warte ich einfach, bis es mich erwischt. Das hier muss echt der beschissenste Job sein, den du je hattest. Was kommt denn? Was zum Teufel sagt Tess zu dieser Selbstmordmission? Das war ihre Idee. Ehrlich? Dann ist die Braut wohl doch nicht so schlau, wie ich dachte. Na, scheiß drauf. Im Ernst, bring die Kleine dahin zurück, wo sie herkommt. Bill, ich kann sie nicht einfach zurückbringen. Dann schick sie weg, lass sie eben allein gehen. Ich sag dir jetzt mal was. Es gab mal jemanden, der mir wirklich sehr wichtig war, weißt du? Mein Partner. Ich hab mich eben um ihn gekümmert. Und in dieser Welt bringt dir so ein Scheiß nur eins ein. Du gehst drauf. Und weißt du was? Von da an hab ich's geschnallt. Ich bin alleine echt besser dran. Bill, so ist das nicht. Schwachsinn. Es ist ganz genauso. Hey! Was habe ich dir auf der Treppe gesagt? Was habe ich gesagt? Ich räum hier doch nur deinen ganzen Scheiß auf. Finger weg! Verdammt nochmal. Wenn du sie weiter an der Backe hast, wird dir das irgendwann das Genick Bill. Brechen. Können wir das jetzt bitte einfach durchziehen? Hier. Wir ziehen das durch. Sehr schön, so wollte ich das. Hat sich zwar jetzt ein bisschen hingezogen mal wieder, aber was mir wichtig ist, dass wir das Spiel speichern können, nämlich genau das hatte ich eigentlich vor. Boah, wir sind schon wieder bei einer halben Stunde angelangt. Tut mir echt leid. Also ich versuche es ja wirklich so bei 20, 25 Minuten zu halten, aber... Ich wollte jetzt extra ein Part suchen, wo ich mal beenden kann, dass ich für heute Schluss machen kann und die Konsole liegen lassen kann. Und da ist dieser Moment hier einfach ideal. Automatisches Speichern, wir speichern nochmal auf dem Slot. Und naja, wir haben auf jeden Fall eine neue Waffe. So viel sei uns sicher. Und wir haben auch eine neue Aufgabe, nämlich ein Auto zu finden und zu reparieren. Wird bestimmt nicht einfach sein. Allerdings freue ich mich wirklich drauf, auch die neue Waffe auszuprobieren und ich hoffe, ihr freut euch genauso drauf und schaltet auch beim nächsten Part wieder von The Last of Us ein. Bis dahin!